Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Shitstorms ein Schlagzeil. Ja, du bist tot, ein Part reicht, ich bring bloß zwei Punchlines. Yeah. Du bist Bett, yeah. Du ziehst bloß dein Schwanz ein. Ey, ja, du hast recht, hab mich lang zurückgehalten, nur bei manchen gemeldet. Doch ich fand schlecht, was hinter Spaß dir jetzt auf jeden Tag Rap, doch anderen gefällt es. Jeder Rap wie jeder Zweite, jeder Text wie der Gleiche. Deren Tracks sind miese Scheiße und ihr zollt ihnen Respekt in jeder Weise. Ich find es lächerlich wie, sie behaupten jeder Rapper ist real. Alle folgen den Trend, traurig, dass dafür die Goldene hängt und die Welt das so verdient. Ja, Straßenrap und plötzlich sind sie mit Trap-Fan infiziert. Mal skrupellose Sache im Park, Noten, guckst du Waffen ins Video, dann wirken die Rap-Puffs kredibil. Sie treffen keinen Ton, darum packen sie Melodyne auf die Auto-Tune. Vocals sample rum wie Epileptiker in deinen Videos, damit du genauso cool drauf bist. Anschließend lass die Noten tanzen und verschütte noch deinen Bombay Saphir. Doch leider wirkt dein Image, dein Beat, dein komplettes Konzert von Zock, der doch schon sehr kopiert. Das sind die Gründe, warum ich mich von der Szene wieder distanzieren wollte. Denn wie können sich bei den Rappern so die Goldplatten und Gig-Termine häufen? Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Shitstorms ein Schlagzeil. Ja, du bist tot, ein Part reicht, ich bring bloß zwei Punchlines. Du bist Bette, doch ziehst bloß dein Schwanz ein. Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Shitstorms ein Schlagzeil. Ja, du bist tot, ein Part reicht, ich bring bloß zwei Punchlines. Du bist Bette, doch ziehst bloß dein Schwanz ein. Umgebe von Schlangen, glaub mir, das hab ich zunehmend erkannt. Denn wollen sich treffen, sich boxen und messen, doch antreffen und regeln das andere. Unzählige Gangster-Rapper behaupten, dass die Real Talk-Fakten stimmen. Sie halten ihr Niveau, weil Waffen im Video nur billige Spielzeugwaffen sind, yeah. Und ich frag mich, am werden die Block-Gangster erwachsen. Zeigen Brock Lesnar, Attrappen, so wie Glocks, Messer in Masken. Laber von Odd-Päckchen in Taschen, dass die Stoff checken in Massen. Ständiger Cop-Action mit Waffen, so wie Boxkämpfen in Gassen. Und dass sie wie im Black Ops die Headshot-Treffer verpassen. Den Image-Rap find ich wack, denn die Rap-Song-Texte sind Schwachsinn. Also lasst es sein, auf Rap-God und Best-of-Rapper zu machen. Das Einzige, was real ist, ihr müsst das Drecks-Shop-Center verlassen. Finde die Songs sind hart beschissen, denn nur dort gibt's krasse Sprüche. Scheißegal, auch wenn sie mir Leute in College-Jacken schicken. Werd ich weiterhin Silent bringen, Alken, Softdrink, Flaschen mischen. Denn wie soll man Rapper ernst nehmen, wenn sie wie Lance Butters in Comic-Masken dissen? Das sind die Gründe, warum ich mich von der Szene wieder distanzieren wollte. Denn wie können sich bei den Rappern so die Goldplatten und Gig-Termine häufen? Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Shitstorms ein Schlagzeil. Ja, du bist tot, ein Part reicht, ich bring bloß zwei Punchlines. Du bist Battle, doch ziehst bloß dein Schwanz ein. Ich mach mein Ding schon seit Tag 1 und andere Rapper generieren durch ihr Shitstorms ein Schlagzeil. Ja, du bist tot, ein Part reicht, ich bring bloß zwei Punchlines.